Waren wir hier nicht schon? Was kommt mir so bekannt vor? Es ist eisig und kalt. Und ihr seid tot. Übrigens. Hier ist eine neue Musik. Und ich muss die Stimmung der eisigen Musik anpassen. Darf nicht mehr über YouTube-Themen reden, sondern muss mich langsam aber sicher durch diese Eisgewölbe schlagen. Verborgene Schätze finden und Statuen. Längst vergessen und doch wieder gefunden. Hallo Kiste. Hübsch. Oh. Es schneit in einer Höhle. Soll uns das sagen, dass der Klimawandel doch nicht so schlimm ist wie gedacht? Schmelzen die Pole am Ende doch nicht? Oder ist dies nur eine Belohnung für das, was wir bis jetzt geschafft haben? Denn es geht hier nicht weiter. Das heißt, wir gehen schnell wieder. Bevor uns dasselbe Schicksal ereilt wie jenen, die in diesem Eis stecken. Ich sehe jetzt erst, dass da wirklich einer drin steckt. Oh, schnell raus hier. Schnell raus, schnell raus. Ich will hier nicht sein. Keine gute Idee. Und tschüss. Zwecklos. Ich muss zu Fuß weiter. So, haben wir erledigt. Okay, wieder andere Stimmung, wieder doofe Themen. Thema. Habe ich ein Thema? Ich könnte mir mal Themen aufschreiben oder so. Ich könnte über andere Let's Plays reden. Ich könnte ganz viel über Spiele reden. Aber viele interessieren ja die Spiele gar nicht, die mich interessieren. Das ist ja dann doof. Na? Aua! Das ist nicht nett. Hört auf damit. Eieieiei. Ich könnte auch ein bisschen über, was weiß ich, Politik, Griechenland. Super Thema. Oh ja, da habe ich sogar was zu erzählen. Ich habe neulich, vor ein paar Tagen, also wenn das hier rauskommt, ungefähr eine Woche her, da habe ich geguckt, was war das, Abenteuerleben oder Planetopia, irgendwie sowas. Ne? Habe ich da geguckt. Und da war ein Vergleich, beziehungsweise so ein Ranking von... Das Skelett hat hier einen Abgang gemacht, kann das sein? So ein Ranking von Europa. Und zwar, welche europäischen Länder am meisten arbeiten. Beziehungsweise die Leute in den Ländern, ne? Die Länder machen ja generell nicht viel. Die sitzen da, drehen Däumchen und spielen Pillepalle. Bisschen Taschenbillard, ne? Und, ja. Auf jeden Fall war da so ein Ranking. Und da habe ich eingeschaltet, da war gerade Platz 4. Dachte ich mir so, Mensch, ja, Ne, guckst du mal nach, was die anderen Plätze waren. Im Internet geguckt, was die anderen Plätze sind. Hab natürlich nicht weiter geguckt, ne, damit ich mich nicht selber spoiler. Kann man sich beim Fernsehen spoilern? Auf jeden Fall fliegt da irgendwas rum, was ich nicht mag. Ja, Platz 4 bei England mit so und so viel Arbeitsstunden. Das wollte ich gerade nicht. Platz 4 war auf jeden Fall England. Fand ich okay. Hätte ich nicht gedacht, aber okay. Und dann dachte ich mir, hey, wo kommt denn eigentlich Deutschland? Weil man weiß ja, dass die Deutschen generell, also auf Europa gesehen, arbeiten die relativ viel. Das wusste ich. Aber wie viel jetzt nicht im Vergleich? Ja, dann kam Platz 3. Platz 3 war Deutschland. Habe ich gedacht, Mensch, ja, ist ja gar nicht so schlecht, ne? Deutschland arbeitet viel, ist okay. Also von den Arbeitsstunden war das gesehen, ne? Arbeitsstunden der Bevölkerung. Im Jahr. Dann kam Platz 2 und dann dachte ich mir, Mensch, was kann denn da noch kommen? Frankreich, Spanien wohl kaum. Die haben so hohe Arbeitslosigkeit, weiß ich nicht. Habe ich mir jedenfalls nicht gedacht. Ich will jetzt auch nicht irgendwas erzählen, was nicht stimmt. Naja, und dann denke ich mir so, hey, guckst du mal, was kommt Platz 2? Und Platz 2 kam Griechenland. Habe ich erst nicht geglaubt.
Und ich habe darauf gewartet, dass die, während sie erzählen, was die Griechen, die haben dann immer einen großen Betrieb vorgestellt. Also in Deutschland war es irgendwie so eine, kann man Gießerei sagen? Die haben auf jeden Fall mit so einem riesigen Brennofen, haben die dann Metall geschmolzen, von, also Altmetall, haben die eingeschmolzen zu, ja, Metall eben, ne? Also neu, zum Neumachen. Und das war eigentlich ziemlich cool. Und dann Griechenland, dachte ich mir so, ja, das kann doch nicht sein. Da müssen die doch irgendwas zu sagen jetzt, ne? Das können die doch nicht so stehen lassen. Und dann haben die erklärt, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass die Griechen zwar extrem viel arbeiten, aber dass da so viele Steuern hinterzogen werden. Also, dass da viele Steuersünder gibt, das habe ich mir gedacht, aber dass sie gleichzeitig auch noch so viel arbeiten, also so viel Steuern hinterziehen und ganz viel Schwarzarbeiten und so, das wusste ich auch nicht. Fand ich aber ein bisschen ironisch. Muss ich zugeben. Wo ist der denn? Da ist einer. Komm mal, du da. Ey, du. Ey, du. Was machst du hier? Hier ist mein Home, ja? Du bist kein Homie. Warum ist meine HP so niedrig eigentlich? Habe ich jetzt hier oben alles? Nee, hier war ich noch nicht, ne? Ach, das ist ja jetzt die letzte Insel gewesen. Wo geht's denn da lang? Jetzt war ich da hier unten. Hier war ich überall. Dann müsste ich jetzt hier so hin. Ne? Ja. Sind auch so Sachen, die erfährt man dann per Zufall. Mehr oder weniger. Ich bin jetzt auch nicht so der Nachrichtentyp. Ich höre morgens mein Radio, da kriege ich immer mit, was so wichtig ist. Aber viel mehr auch nicht. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin nicht so der, der sich um 8 Uhr abends dann die Tagesschau anguckt. Sollte man vielleicht mal machen, aber ich sitze um 8 Uhr abends meistens vorm Rechner. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ich bin ein absolutes Rechnerkind. Wenn ich nicht gerade in der Uni bin oder irgendwo in der Weltgeschichte rumstratze. Erwache, mein Tierchen. Guckt ihr Nachrichten? Ist wieder so eine Frage, ne? Da, also bei sowas würde ich gerne mal einen Livestream machen, aber ich weiß nicht, ob meine Leitung das hergibt und ich weiß auch nicht, ob Leute das gucken würden. Ach, weiß ich nicht. Werde ich mal eine Facebook-Umfrage machen oder so. Weil dann kommen immer so viele Fragen auf und das wäre cool, wenn man das direkt dann beantworten könnte oder direkt lesen könnte, was ihr dazu schreibt oder ob ihr was dazu schreibt. Fände ich interessant. Fände ich super interessant. Ich kann nicht. Oh, hier tropft's. Hey Damian, du hast einen Rohrbruch, habe ich gehört. Oder auch gesehen. Und wieder eine Kiste. Wahrscheinlich nicht mit einem Rüstungsteil. Ich dachte, da wäre jetzt eins der letzten Rüstungsteile drin. Ja, ich weiß auch gerade nicht, was diese fliegende Insel hier soll. Ich meine, da oben war noch ein Porter, glaube ich. Da könnte man dann noch eine Quest kriegen oder so. Oh. Ziemlich cool eigentlich vom Schaden her. Ach, es sind zwei Hände. Manu. Ich ärgere mich. War ich da unten schon? Sieht nicht so aus, weil da Typen sind. Hüpf! Hallo ihr, wie geht's? Ist ganz schön warm hier. Wie die Buffs kriegen und sowas. Ich hab sowas gar nicht. Ich brauch sowas für mich. Ich bin zu cool für Buffs. Ist hier noch einer übrig? Nee, das war's. Ging ja fix. Hier ist auch größtenteils ganz viel nichts. Gegessenes Schweinefleischgericht. Wenn ich das jetzt mitnehme, nehme ich bestimmt dieses ganze Ding mit. Ich frage mich auch, wo die das hinsteckt. Ich will's gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin. Kiste leer. Lasst mich raus! Ihr Untertan. Lauter Kisten. So viele Kisten. Und nirgendwo was drin. Wenn ich mich hier aufs Feuer stelle, brenne ich dann?
Nee, aus irgendeinem Grund nicht. Hätte jetzt gedacht, ich fange da an zu brennen. Ach, guck mal, da ist der Gürtel. Und sonst so ist hier auch nicht viel. Da ist auch niemand mehr. Da könnte man noch lang. Ich gehe mal dahin. Oh, warum habe ich auf... Oh, ich glaube, meine Festplatte läuft voll. Ich muss mal hier einen Aufnahmestopp machen. Das tut mir sehr leid. Aber meine Frames gehen langsam in den Keller und ich hatte nicht mehr so viel Platz auf der Festplatte, weil ich so viel Rohmaterial noch habe. Darum sage ich einfach, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder hier bei Divinity. Bis dahin und tschüss.